I don't want to set the world on fire. Ja, Leute, wir haben den jetzt noch schnell gehackt und wir sind dann in der Marigold Station und haben gerade das üble Nachtzeug gefunden. Aber wir sind hier, um Dr. Lesko zu finden, der ja in seinen Aufzeichnungen gesagt hat, dass der hier zu finden ist. Wir schauen da mal runter. Wir haben da jetzt die Bekanntschaft mit dem Rainer gemacht, dem Lucknut. Der ist ein wenig witzig drauf gewesen. Oh. Hört ihr sie? Hört ihr sie? Doch, jawohl. Der Soldat. Verflixt. Und die andere? Das schaut nach. Noch einer Bösen aus. Ein Arbeiter, ja? Die sind nicht so hart im Nehmen, aber die haben Soldaten, Krieger und Arbeiter mittlerweile. Drei verschiedene Gegnertypen und die sind auch unterschiedlich stark. Da geht's nicht weiter. Und da kommen wir auch nicht durch. Okay. Da ist die Luft rein. Gut so. Ich bin so schnell beim Aufmachen der Dinger. Minen. Ja, ich glaube, die werden wir auch brauchen. Ich muss dann Rusty auch mein ganzes Zeug mal geben. Da. Oh. Brandis. William. Oh. Die Aufzeichnung haben wir gelesen. Der hat ja schön gekämpft. Eine Laserpistole. Okay. Und da war auch der Schlüssel dabei, hä? Sonst alles fix. Ja, alles klar. Alles klar hier. Gut. Wir checken das einmal. Komm her. RL3 ist mit allen Finessen ausgestattet, die ein guter Soldat braucht. Aber ihr RL3 kann gegebenenfalls beim Tragen von Ausrüstung behilflich sein. Chirurgen-Outfit, ja, schau, und das üble Nachtzeug. Wir werden das jetzt nicht brauchen, glaube ich. Das auch nicht. Ja, ich mache hier. Das geht ja schnell. Ameisenfleisch weg, den Nektar behalten wir, Blutpaket weg, aufbereitet Ameisennektar, Feuerameisennektar, Feuerresistenz und da nur Stärke plus 4, weg damit, Coca-Cola brauchen wir auch nicht, und, okay, da kriegt er auch wieder 4 Stück, dass alles in Ordnung ist. Das sonstige elektrischen Leiter, Altmetall. Wir sammeln jeden Schrott, Leute. Lucky-Pistole, super. Lunchbox. Zigaretten und das brauchen wir jetzt auch nicht. Und ein Wunderkleber auch nicht. Jetzt haben wir das. Ja. Metro-Tickets brauchen wir. Wo sind denn die? Sorry, Leute. Warum? Ja. Bin ich blöd? Was war denn das jetzt? Ihr müsst mir da nicht zuschauen. Ich mach das kurz einmal, okay?
Bis gleich. So, und wir sind fertig. Wieder abgeladen. Es war... Ich bin soweit. Ganz nett mit dir, Rusty. Okay, wir müssen nur noch eins tun. Wir haben da wieder ein paar Waffen. Nämlich das Trennmesser legen wir hier hin. Okay. Schauen wir es uns einmal an, ne? Oh, oh, oh. Haha, ich glaub's ja nicht. Ja, cool. Schauen wir mal noch einmal, was für ein Schaden das macht. Schaden 16, das ist ja nicht schlecht. Okay. Weiter geht's. Text. Da gibt's überhaupt nichts mehr. Hm? Oh, da unten ist eine Tür. Kann man mir da rein? Nö. Da geht's nicht weiter. Okay. Ah, da ist auch ein Service-Tunnel. Okay, okay. Ja. Wären wir da reingekommen? Oh, oh, oh. Da war jemand unbeeindruckt, gell? Psch. Ja, probieren wir es wieder mit der Schrotflinte, ja? Okay, da ist noch ein Zeichen. Sir, Sucher Ziele. Ist okay. Ah, der läuft mir da ins Feuer. Habt ihr das gesehen? Rusty stellt sich vor mich. Aber das Problem dabei ist, wenn ich den anschieße, ich weiß nicht, ob der mich dann noch mag. Geht's denn da weiter? Ja, ich traue mich nicht viel zu sprechen. Oh, da vorne. Oh. Lasst Gott sie richten. So ungenau ist die Bombe gar nicht, ja? Und von der haben wir auch noch fast 10 Magazine. Das ist vielleicht ein Depp. Mitten auf der Mine bleibt er stehen. Seht ihr, Leute?
Da haben wir schon das Problem mit ihm. Ich lege dann Hinterhalt, da wo Gas austritt nämlich. Und der fängt dann mit Plasmawerfer an zum Schießen. Das kann er. Wo ist denn die da reingekommen? Da oben. Da ist glaube ich nichts mehr, gell? Seht ihr das? Löschschlauchkasten Gradys, ja. Und da wäre nämlich der Safe-Schlüssel gewesen. Ja, klar. Oh, das schaut gut aus. Seht ihr das? Cherry Bomb. Und ein Bleirohr. Chat ist cool. Blödes Bleirohr. Ja. Munitionskiste 10 mm. Haben wir bis jetzt auch nicht gebraucht hier unten. Und... Ja, Sir? Sorry. Komm her. Ich bin soweit. Du stehst mir ein bisschen im Weg. Was ja. Sie befehlen, Sir. Ich bin soweit. Geh weiter, du. Bümpel, ja? Psycho. Ja, und Stimpack. Cool. Da haben wir nichts mehr. Und... Das machen wir auch noch. So, 10 mm. Gut, wir sind hier fertig. Das ist, glaube ich, ein Raum mit nur einem Ausgang. Wir brauchen eine bessere Funzel, ja. Wir sind da reingekommen. Da ging es noch weiter. Wir schauen hier rauf. Okay. Schauen wir mal auf der Karte. Dafür haben wir das Ding ja. Datenlokale Karte. Wir sind hier und Verbindungsgang. Irgendwo da unten müssen wir wieder hin. Na gut, dann laufen wir zu der anderen Tür, die wir bereits kennen. Wir wollten ja dort nicht reingehen noch. So eine Regel unter der Hand, immer rechts durchsuchen, dann kommt man meistens im Kreis irgendwo hin, wo man schon mal war, und dann ja, aus der Vault ein kleiner Trick. Da sind wir richtig, ja? Geht's bergab. Und da vorne war der nächste Eingang. Genau so ist es. Leute, in diesem Sinne, ja? Machen wir wieder mal einen Schnitt. Und das nächste Mal forsten wir die Marigold Station, ja? Bis wir keine Ameisen mehr haben. Vielleicht finden wir endlich Dr. Lesko. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Ciao.